Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Kreaturen von Sorania. Das wurde mir in einem Livestream vorgeschlagen. Ich wusste nicht, was das war, aber jetzt sehen wir es ja. Hier ist man scheinbar eine Art... Ich weiß nicht, ob man einen Dinosaurier darstellt oder sagen wir einfach mal eine Kreatur. Ich konnte am Anfang auswählen zwischen einer Flugkreatur. Oh Gott, da unten ist noch jemand. Und einer Landkreatur. Ich habe die Flug gewählt, weil ich dachte mir, Fliegen klingt doch ziemlich cool. Und ja, ich muss sagen... Bis jetzt gefällt mir das auch sehr. Ich kann hier schon rumfliegen. Ich weiß aber immer noch nicht, worum geht's in dem Spiel. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Ich habe hier unten Ausdauer. Warte, die geht bestimmt runter. Kann ich meine Ausdauer wieder hoch, wenn ich am Boden bin? Okay, ich habe Durst, Alter und Hunger. Ich weiß nicht, geht mein Alter hoch? Wenn es am Ende ist, bin ich tot oder wie? Okay, hier unten habe ich Aktionen, Packungen, Speisekarte und Musik, die ich natürlich ausgestellt habe. Oben ist eine schöne Karte. Schade, ich mag das, wenn sich die Karte mitdreht. Aber so kann man es natürlich auch machen. Ich gehe mal hier auf Aktionen, dann habe ich hier Aktionen und Anrufe. Ich gehe mal auf Aktionen, Cover, okay, Lay. Oh, dann kann ich mich hinlegen, okay. Aufrufe drücke ich mal 1. Ach, das sind dann die Sounds, die ich machen kann. Okay, ich verstehe. Und bei Packungen kann ich jetzt Pack erstellen. Ich glaube Gruppen, oder? Ja, dann kann man, ja, sagen wir mal eine Art Herde oder so erstellen. Was steht auf der Speisekarte? Menü. Ich will keine Packung erstellen, please. Eine Sekunde bis Menü. Ach, jetzt bin ich im Menü, okay. Dann ist hier mein Speicherstand. Spezies Brevik. Die kann ich dann verkaufen. Okay, scheinbar kann ich meine Kreatur leveln, verkaufen und dann weitere Kreaturen freischalten. Sortieren nach alle Kreaturen. Es gibt Land, Meer und Himmel. Ich habe hier jetzt eine Himmelskreatur, glaube ich. Ich gehe mal wieder aufs Spiel. Wenn ich Spielen drücke, komme ich dann wieder ins Spiel zurück. Da vorne ist wohl jemand nicht so gut gegangen. Oh, ey, ich bin Alter 34? Ich war doch eben noch 20. Hä? Okay. Die Frage ist, kann ich das hier essen? Ich bin ja ein Pflanzenfresser. Kann ich hier einfach Gras essen? Ich brauche was zu essen. Wie finde ich jetzt was zu essen? Ich suche einfach mal. Da oben ist Wind. Warte, wenn ich in den Wind reingehe. Aber der geht in zwei Richtungen so, hä? Okay, der Wind trägt nämlich... Ach, keine Ahnung. Gibt es dann schöne Kirschblüten, aber ich sehe immer noch nichts, was aussieht wie Essen. Ich brauche Food. Ich würde vermuten, so ein Wesen wie meins ist eher angesiedelt in Bergen und Bäumen. Ich gehe mal auf diese Bäume hier rauf. Vielleicht kann ich direkt von den... Oh, kann ich nicht. Meinetwegen. Dann gehe ich mal hier ran. Kann ich dich essen, please? Wenn ich auf Aktionen gehe, dann Aktionen... Agro. Okay. Aktionen, Aktionen. Lay, setzen. Benutzen Sie die Fähigkeit. Hat nichts gemacht. Du solltest bald essen. Benutze die H-Taste, um nach Ressourcen zu riechen. H. Oh, frisches Wasser. Frisches Wasser ist gut. Halte E zum Trinken. Okay, ich trinke unter Wasser. Ich bin nicht thirsty. Okay. Okay, H. Ich will kein frisches Wasser. Ich suche nach frischem Food. Hier ist dann schon der Rand der Map, okay. Aber wo ist was zum Essen, please? Okay, da unten. Und das ist dann schon wieder Wasser. Ich brauche kein Wasser. Ich brauche Essen, Leute. Ich verhungere. Mein Hunger ist bei null. Nein, ich will nicht. Ich will kein Wasser. Ich brauche Essen. Essen, kein Wasser, ich brauche Essen. Okay, jetzt bin ich 67 Jahre alt. Und es ist richtig dunkel geworden auf einem Schlag. Was? Okay, meine Ausdauer neigt sich dem Ende. Sie weichen auf Beerensträuchern, die verstreut über Sorania gefunden werden. Ja, ich suche doch. Da vorne, da vorne, da vorne. Das könnte was sein. Bitte. Nein, das ist schon wieder Wasser. Ich brauche Essen. Hunger. Durst. Atmosphäre. Beerensträucher. Wo sind hier Beerensträucher? In der Wüste finde ich bestimmt keine. You don't smell anything. Ich rieche nichts. Hunger. Durst. Ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade, Leute. Weil ich Hunger. Ich bin am Verhungern, ja. Aber ich rieche nichts. Ich finde nichts mehr zum Essen. Nein. Was für eine ungerechte Welt. Das da unten. Das, was sind das Bären? Ey, Bro. Kann ich dich essen, Bro? Ich hab Hunger. Ich bin tot, oder? Nein, es geht mir noch gut. Okay, ich habe nur kurz irgendwie die Kontrolle verloren. Leute, Kreatur. Fresh Meat. Wenn es nicht anders geht, brauche ich frisches Fleisch. Mir egal. Ich bin schwer verletzt. Okay, als Pflanzenfresser kann ich kein Fleisch essen. Aber was soll ich machen? Bruder, es tut mir leid. Ich... Oh nein, du bist gestorben. Lebensrückblick. Zeit lebendig, 4 Minuten 42 Sekunden. Das ist doch mal eine gute Statistik. Bei mir stand irgendwas von 60 Jahren oder so. Essen gegessen, 0. Ja, daran bin ich auch gestorben. Wasser getrunken. 35, Entfernung, eine Menge, mein Ergebnis D. D ist eine schlechte Note. You died after reaching adulthood. Was? Ich bin nicht mal verhungert, sondern einfach nur, weil ich... Erwachsen wurde? Jedes Mal, wenn du stirbst, erhältst du eine Reihe von Belohnungen basierend auf deinem Score. Ja, ich habe scheinbar keine Belohnung bekommen. Ich versuche es nochmal. Brevik, in Klammern tot. Ja, dann lösche ich den einfach mal. Dann gehe ich auf Kaufe Kreaturen. Ich Fleischfresser Gacha. Ja, keine Ahnung, ich drücke einfach mal auf Kaufen. Klicke, um mich zu drehen. Also das hier. Ich drehe dich. Ich drehe dich. Ich drehe dich. Und ich krieg einen Pokéball.
Es ist Voltoball. Yeah. Ah, ne. Ich habe ein Hämokai gewonnen. Yeah. Nice. Ich gehe auf zurück. Ach, hier unten sehe ich. Okay, jetzt habe ich ein Hämokai. Zweimal verkaufen. Nein, ich will den nicht verkaufen. Ich gehe auf nächste. Ach, jetzt. Ah, okay. Ja, dann kann ich jetzt wieder hier so die Farben anpassen. Ich finde die Farben so aber schon ziemlich cool. Dann kann ich dann auswählen. Guck mal, ich kann zum Beispiel die Zunge auswählen und sagen, die Zunge, die soll rot sein. Nicht so hell, ja. Und dann die Zähne. Die sind ja... Ja, ich gehe mal auf Zähne. Nein, die sollen weiß bleiben. Nein, warum kann ich weiß nicht auswählen? Nein, jetzt habe ich meine Zähne schwarz gemacht und ich krieg sie nicht mehr zurück. Okay, jetzt habe ich grüne Zähne. Ich bin zufrieden. Ah, meine Klauen. Ja, die Klauen, die müssen natürlich rot, weil ich bin blutrünstig. Ja, ich klicke jetzt einfach mal auf Rette deine Farben. Dann sage ich Slot 1. Sparen. Und ich möchte natürlich männlich sein. Man kann auch T-Pose machen. Cool. Wunderschön. Und dann gehe ich auf Spielen. So, angekommen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe kein Wasser. Und ich bin 5 Jahre alt. Dann bewege ich mich schon mal. Und ich würde sagen, ein bisschen was essen hier. Ich bin voll. Na gut. Was mache ich dann? Ein bisschen erkunden oder so. So, ich kann natürlich Aktionen. Ich kann mich erstmal setzen. Ah, bisschen chillen. Oh nein. Was ist das da? Ist der freundlich? Oder nicht? Aufrufe. Ah, geh weg. Was willst du? Aha, ich greife dich an. Ich esse dich auf. Ah. Oh, er fliegt einfach weg. Okay, tschüss. Ja, das ist schlecht. Das esse ich nicht. So, ich krieg langsam ein bisschen Hunger. Wenn ich jetzt H drücke. Oh, jetzt rieche ich viele Sachen. Fresh Meat. Mmh. Ah, ja. Gut. Das hat gut getan. Es gibt so viel, was ich riechen kann. Predatory, ja. Und ich denke, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen nach Wasser suchen. Oh, wer ist das denn? Huch, er ist weg. Na gut. Ach, ist das nicht schön idyllisch? Vorne ist ein bisschen Wasser. Wasser braucht man immer. Ah. Huch. Hallo, ich stecke im Wasser fest. Hilfe. Hilfe. Ich kann nicht schwimmen. Oh Gott. Komm, hier wirklich nicht mehr. Jetzt bin ich draußen. Okay. Alte E zum Trinken. Ich brauche nicht mehr trinken, aber ein bisschen Fresh Meat essen kann man ja immer. So, ich bin voll. Oh, das ist doch ein Leben als Predator. Man chillt hier einfach in so einer richtig geilen Oase. Hat so viel Essen, so viel Trinken. Ich weiß gar nicht, warum das so schlimm war mit dem Tier, das ich davor hatte, dass ich kein Essen gefunden habe. Hier liegt doch überall Fleisch rum. Ist doch genial. So, ich denke, wir müssen aber jetzt langsam mal anfangen, uns fortzupflanzen. Ey, du da. Ey, du da. Ey, du da. Okay, er läuft weg. Ich muss einen Partner finden. Oh, du da hinten. Der sieht doch ein bisschen aus wie ich, oder? Ja, nicht ganz. Aber ey, wir können noch ein bisschen, du weißt schon. Zwei. Rufen Sie, um schnell ein Rudel zu erstellen. Nein, mache ich nicht. So verzweifelt bin ich auch wieder nicht. Erstmal wieder ein bisschen essen. Was bringt es mir, wenn ich Pack schöpfe? Der gleichen Stufe. Max 6 Tier. 2 Benutzer pro Packung. Ich weiß nicht, was das ist. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, falls ihr euch hiermit auskennt, was das hier sein soll, was dieses Rudel bedeutet, was es mir bringt, ein Rudel zu bilden. Momentan will ich das nicht, weil ich verstehe es halt nicht. Es ist halt schlecht übersetzt. Oh, lol. Ich bin älter geworden. Jetzt bin ich schon 34, das ging aber schnell. Oh, das Meat ist nicht mehr so fresh. Und ich habe schon wieder Hunger. Warte mal, das ist ein Tier? Ah ne, da ist ein Tier drin. Ich esse mal wieder ein bisschen was. So. Was haben wir hier unten? Du bist ein Dings. Du jagst andere Spieler und isst Schlachtkörper, um zu überleben. Ich brauche doch nicht jagen, wenn hier überall so viel Fleisch rumliegt. Das ist das Paradies. Aber es ist dunkel. Ich denke, es wird Zeit zu schlafen. Und dafür lege ich mich einfach hier zwischen. Gehe dann auf Aktionen und... Lege ich mich hin. Erstmal ein bisschen Haia-Haia machen, bis es wieder Tag wird. Mensch, so genießt man das Leben. Aber wenn man wirklich so schnell erwachsen wird, ich bin jetzt schon 44 Jahre alt, hab wieder ein bisschen Hunger, dann weiß ich nicht. Ich würde ja gerne mit meiner Kreatur ein langes Leben führen. Aber ich habe ja irgendwie immer nur so 5 bis 10 Minuten, bis ich sterbe. Finde ich gar nicht so geil. Was bedeutet das hier unten, dass ich zu Hause bin? Dass es mir gut geht? Ich weiß es nicht. Wenn ich rüber hover, sehe ich nichts. Ausdauer ist bei mir auf jeden Fall voll. Bin schon 48 und ich krieg langsam Hunger. Und wenn ich Hunger kriege, dann werde ich wild, das sag ich dir. Du da hinten vielleicht. Ah, ich trinke erstmal ein bisschen was. Kreatur. Predatory, ja. Mount Left, ja, ich esse noch hiervon. Weißt du, ich muss ja nicht. Ah, ich hab's aufgegessen, okay. Ich muss ja keine anderen Tiere töten, solange hier noch tote Tiere rumliegen, ne? Ich finde das irgendwie voll lustig, wie wir so aneinander vorbeischleichen. So, ich könnte dich jetzt angreifen, aber du mich auch. Also lass ich dich lieber in Ruhe. Ui, wer ist denn das da hinten? Die Hübsche. Und da oben auch noch. Aber die da hinten, die kann ich mir doch vielleicht gönnen, oder? Was bist du? Kreatur. Es regnet. Ist Regen gut oder schlecht für mich? Es wird schwer zu fliegen sein. Ja, das ist mir doch egal. Ich fliege nicht. Geht's dir gut, Bruder? Ich weiß es nicht. Digga, was sind das für Flugsaurier da oben? Aber ich esse erstmal hier an diesem Kadaver. Ah, an dem Kadaver kann ich nicht essen. Die sind nur Attrappen oder wie? Nee, doch, kann ich. Dann esse ich auch. Happa, happa. Mmh. Okay, der ist daran. Dann esse ich halt hier. Hier trinke ich Wasser. You're not hungry? Achso, ich bin gar nicht hungrig. Okay, ich habe schon gegessen. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen zu gefährlich für mich. Ich gehe einfach mal raus in die Wüste. Bin schon ein alter Hase, ja. Ich bin 65 Jahre alt. Da wird es auch langsam mal Zeit,
mal seine Heimat zu verlassen und in die Welt hinauszuziehen, was zu sehen, was zu erleben. Meint ihr, in der Höhle ist jemand drin? Uiuiui, ja, jetzt bin ich erst recht ein alter Hase. Guck mich an. Ein Schmetterling. Den will ich essen. Digga, was ist das da hinten für Viecher? Digga. Und die scheinen gerade zu kämpfen. Beziehungsweise der eine speit Feuer und die anderen interessieren sich nicht dafür. Ich glaube, dass ich sollte mich davon fernhalten. Das ist noch nicht meine Liga. Aber ehrlich gesagt, fände ich das cool, wenn man hier auch als Mensch sein könnte und diese Kreaturen dann fangen könnte und dann die gegeneinander kämpfen lassen kann und die müssen auf einen hören, weil sie sind in Pokébällen gefangen. Also ihr wisst schon, Pokémon. Aber ich finde das ganz cool, dass man hier so ein Dinosaurier ist. Aber ich sehe noch nicht so viel Sinn in diesem Spiel. Ich smell nichts. Okay. Sollte ich weiter in diese Richtung reisen? Weil ich habe das Gefühl, dort finde ich nichts. Ich gehe zurück nach Hause, bevor ich noch verhungere. Ich will ja nicht verhungern. Warte, ich will mal da oben in die Höhle rein. Höhle. Komm, wir gönnen uns erstmal den Kadaver von da vorne. Oh, wie viel Ausdauer ich auch habe. Geht die Ausdauer auch wieder hoch, wenn ich chille? Oder ist die mein... Ja, die geht wieder hoch. Es gibt Winterschwächungen. Was für Winter? Was für Winter? Ich bin in der Wüste. Kreatur Predatory 9. Dann greife ich die jetzt an. Na, okay, sie läuft weg. Hast du mal Glück gehabt. Geh jetzt da hoch. Ich muss noch mal was zum Wasser finden. Predatory, ja. Oh, Digga, mit so einem Viech will ich mich nicht anlegen. Entschuldigen Sie, Sir, ich möchte hier nur vorbeigehen, ja? Ich gehe hier nur vorbei. Ich bin nur auf der Durchreise. Also, entschuldige, ja, also, ja, ich laufe ja schon. Lass mich in Ruhe. Oh, hier hängen Lianen. So cool ist es hier oben auch gar nicht. Aber ich verstehe nicht, wie hier... Achso, das ist... Ist das zugeeist? Ich weiß nicht, warum das zugeeist ist. Kriegt man Fallschaden? Krieg ich Fallschaden? Ja, so... Hä? Lol. Nee, es gibt keinen Fallschaden. Das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass es Gravitation oder sowas gibt. Während die da hinten kämpfen, kann ich ein bisschen Wasser trinken, ne? Oh ja, geil. Geiles Wasser. So, Digga, da hinten laufen Leute auf zwei Beinen. Was ist das denn? Es geht so nicht. Predatory 9. Fresh Herbs. Warte, Predatory 9. Ich will die einmal angucken. Während die da irgendwas machen, keine Ahnung, Balzritual oder so. Digga, was bist du denn für einer? Species Ani. Cool. Warte, ich will gucken, was du bist. Will dich ansehen. Warte mal, kämpft der gerade? Ach, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier abgeht. Wenn ihr das Spiel kennt und dich besser auskennt als ich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich würde sagen, ich greife jetzt nur noch irgendein Viech an, das ich sehe. Also mal sniffen. Da hinten ist Fresh Meat. Fresh Meat ist auch gut. Dann esse ich erstmal hiervon ein bisschen was. Mount Left? Fragezeichen. Mystery Meat. Ich liebe Mystery Meat. Ich bin 96 Jahre alt. Jetzt muss ich rein in den Kampf. Komm ran hier. Bam. Bam, ich mache euch fertig. Bam. Hab keine Chance gegen mich. Aua, aua. Ah nee, das ist, glaube ich, Altersschwäche, an der ich gerade sterbe, oder? Oder bin ich blind? Ich esse, glaube ich, mal was. Oder bin ich desorientiert? Ich weiß echt nicht, was sie mit mir gemacht haben. Ich esse einfach. Ich bin nicht hungrig, okay. Vielleicht sterbe ich gerade auch wirklich an Altersschwäche. Ich ziehe mich in meine Höhle zurück. Du bist voll erwachsen geworden. Du kannst jetzt Ältester werden. Älteste Kreatur. Ey, ich dachte, ich sterbe, wenn ich... Okay. Ich dachte, ich werde dann 100 Jahre alt, aber nein, jetzt bin ich einfach nur voll erwachsen. Dann kann man doch weiterspielen, wie schön. Ey, du da. Ey, du da. Ey, du da. Ey, du da. Okay, dann nicht. Ein Einhorn. Nee, das ist ein Zweihorn. Bam, bam. Lauf nicht weg. Ich will dich essen. Ich hab Hunger. Hunger. Wo ist das Einhorn hin? Na, ich trinke erstmal wieder was. Ich will das Einhorn essen. Na gut, ich leg mich nicht mit euch an. Aber jetzt, wo ihr getrennt voneinander seid. Aha, nicht wegfliegen. Ich hab Hunger. Komm, ich greife euch jetzt an. Es wird Zeit. Er schreibt gerade, er schreibt gerade. Er kann sich nicht wehren, weil er schreibt. Er versucht sich zu wehren. Oh, warum ist mir so kalt? Warum ist mir so kalt? Aua, aua, aua. Bin ich tot? Erfriere ich? Bist verlangsamt, verringert. Ey, hört auf, mich zu verlangsamen. Okay, ich hau ab. Oh, oh. Ich gehe einfach nach hier unten. Ich weiß zwar nicht, was hier unter Wasser ist, aber... Ist eine richtige Unterwasserwelt. Kann ich unter Wasser atmen? Ich schwimme hier einfach lang. Was ist das hier? Ich bin vergiftet. Die haben mich vergiftet? Die Schweine. Was für vergiftet? Ich will nicht vergiftet sein. Ich glaube, es gehört mehr dazu, ein Predator zu sein, als einfach nur Prey anzugreifen. Die Prey verteidigt sich ja sogar. Das finde ich ziemlich gemein von denen. Ja, wie groß ist denn diese Unterwasserwelt? Ich will endlich wieder raus. So, hä? Aber ja, okay. Es gibt ja auch irgendwie mehr Lebewesen. Ich wusste nicht, dass es so eine große Meerwelt hier gibt. Hallo, wo ist wieder Land? Ich hoffe, dass da hinten ist Land. Aber gut, dass ich nicht ertrinke unter Wasser. Das Spiel ist ja auch noch in der Entwicklung. Ne? Stand zumindest da, dass es noch nicht fertig ist. Aber es bietet schon ziemlich viele coole Features. Da vorne, ich sehe die Wasseroberfläche. Ich kann da wieder raus, endlich. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Halte E zum Trinken, ja, erstmal trinken. Oh ja, kann ich hier wieder raus, please? Please, lass mich... Oh ja, ich bin draußen. Okay, das ist echt nicht gut gelaufen. Wie lange bin ich denn noch vergiftet? Verringert Regeneration und Gesundheit und Ausdauer. Und wie lange? Wie lange bin ich denn vergiftet? Okay, Leute, ich glaube, ich werde mich hier erstmal zur Ruhe legen. Ich hoffe, wenn ich wach bin, dann geht's mir wieder besser. Oh, was ist das da hinten? Fresh Herbs. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!